beschäftigen uns mit der nationalen Wasserstrategie. Werden noch weiter darauf eingehen. Und hier ist natürlich die Frage, wie steht es bei uns mit dem Thema Wasser-Wasserhaushalt? Das steht hinter diesem etwas schwierigen politischen Konstrukt. Und da möchte ich mich an drei Dinge orientieren. Wir haben ja zum einen mal das Thema Ozon, das uns beschäftigt hat. Wir haben CO2 und wir haben Wasser. Und man erkennt hier schon eine sehr interessante Entwicklung. Wenn wir gut zusammenarbeiten, saubere Daten haben, können wir weltweit Umweltprobleme lösen. Thema Ozon. Wenn wir zusammenarbeiten, die passenden Daten haben, können wir anfangen, die Probleme sauber zu lösen. Das ist im Bereich CO2. Wichtig hier ist, wir haben aber alle Informationen. Wir wissen auf Ministerium genau, wie die CO2-Bilanz ist und wie wir da vorankommen. Der Bereich Wasser ist ein bisschen hinten dran. Dort ist die Notwendigkeit erkannt. Es ist ein Konsens da, dass wir was tun müssen, aber es fehlen die Daten. Und jetzt könnten wir uns ja natürlich zurücklehnen und sagen, ja, die Frau Lemke, die macht da ja so eine Strategie und Daten haben wir eh keine, da machen wir da nichts. Gute und schlechte Nachricht beim Thema Wasser: sind wir Täter, Opfer und hoffentlich Lösungsanbieter in gleicher Art und Weise. Und da wollen wir natürlich auch unseren Beitrag leisten. Da wir mit diesem relativ selbstbewussten Statement antreten, dass wir dazu beitragen wollen, hier wirtschaftlich und ökonomisch die Welt voranzubringen über die Infrastruktur, müssen wir natürlich auch liefern. Wir ist, kurzer Einblick in die Zahlen und warum das wichtig ist, Bentley Systems, wir sind seit 40 Jahren dabei, wir sind weltweit vertreten, wir kümmern uns um Nachhaltigkeit. Warum ist das wichtig? Wir verstehen, wie die ganzen Systeme entwickelt sind, wir verstehen auch, wo in der Welt welche Probleme herrschen und was man mit berücksichtigen muss. Und darum sehen wir uns hier in der Lage, dass wir sowas angehen. Wichtig ist, Technik ist Teil des Problems, aber sicherlich auch die Lösung. Und wenn wir über Wasserkreislauf sprechen, müssen wir Infrastruktur auch in dem Kreislauf denken, was die Design, Planung, Ausführung und dann der Betrieb angeht. Wir hatten es gesagt, Nachhaltigkeit ist für uns wichtig. Sie kennen sicherlich alle diese schönen bunten Farben. Wenn wir uns über Wasser unterhalten, ist natürlich das Ziel Nummer 6 eine extrem wichtige Rolle. Das globale Ziel, sauberes Wasser, muss natürlich in lokale Maßnahmen runtergebrochen werden. Und da sind wir auch schon bei unserer nationalen Wasserstrategie und was sie schon erreicht hat. Also ich habe hier ein Glas, das passt zur Wasserstrategie, das ist halb voll, aber auch halb leer. Es wurde erkannt, dass das langfristige Themen sind. Es wurde eingestanden, dass unsere Gewässer und das Grundwasser nicht sauber ist. Es ist klar, dass wir nur in Verbindung von Technik und natürlichen Systemen diesen ganzen Haushalt wieder in Schwung kriegen. Und die Infrastruktur spielt eine wichtige Rolle. Nicht zu vergessen das Versorgerprinzip, das Verursacherprinzip bei der Schmutzwasser. Hier möchte ich nur ganz kurz drüber gehen. Wir sind uns nicht nur einig, wie die Ziele aussehen sollen. Die wurden ja gerade sehr schön dokumentiert, sondern es ist auch ganz klar, wie die einzelnen Handlungsstränge sind. Es gibt hier 10 Handlungsfelder und es gibt auch dementsprechende Maßnahmen. Und wichtig ist dabei, dass wir technisch auch das Ganze sauber unterfüttern. Das läuft über einen längeren Zeitraum. Die Natur ist mit einzubinden. Wir haben einen langen Planungshorizont und die Maßnahmen müssen umgesetzt werden. Aber da braucht es auch die dementsprechenden Daten. Und ich habe mal 4 Bereiche rausgeguckt, die für diesen Wasserbereich eine Rolle spielen und wo wir ran müssen und wo wir technisch auch eine Chance haben, was voranzubringen. Die wichtigste Geschichte ist Grundwasser. Ein Großteil unserer Wasserversorgung funktioniert über Grundwasser und es gibt einen Bereich, der politisch gelöst werden muss. Wir gehen heute noch her und verwenden Tiefengrundwasser für fragwürdige wirtschaftliche Belange und es werden dort Konzessionen vergeben, die nicht vergeben werden dürften. Also eine ganz untechnische Aussage, da muss rechtlich was passieren.
Der rechtliche Aspekt ist, wenn es das schützenswerte Gut Tiefengrundwasser gibt, müssen wir dafür sorgen, dass wir die Reservoirs kennen, um sie dementsprechend auch schützen zu können. Der zweite Bereich liegt hier im... Schauen wir mal, ob er geht. Nein. Ja. Gut. Liegt hier in dem Bereich der Grundwasserneubildung. Wir müssen anfangen, nachhaltig zu wirtschaften. Wir können nicht mehr Wasser entnehmen, als nachgebildet wird. Und man hat sich hier, ein Dank an das Landesamt für Umweltschutz Bayern, angesehen, wie die Bildung von Grundwasser funktioniert. Wenn wir in Zukunft aufgrund des Klimawandels wesentlich höhere Transpiration, Evaporation, das heißt Verdunstung haben, wenn der Ablauf, weil wir mehr Starkregenereignisse haben, mehr wird, reduziert sich die Grundwassernachbildung. Das heißt, selbst wenn wir genauso viel entnehmen würden, wie wir jetzt tun, laufen wir in ein Problem. Mein Ansatz ist, in einem passenden digitalen Zwilling muss modelliert werden, wie Grundwasser entsteht und wie es entnommen wird, dass wir nachhaltig sind. Das heißt, nur so viel verbrauchen, wie wir nachbilden und das auch zukunftsfähig machen. Schon den Klimawandel mit einpreisen und auch potenzielle Verschmutzung mit berücksichtigen. Das heißt, das Erste, was wir beitragen können, eine solide Datengrundlage für den Schutz und für die Neubildung unserer Grundwasserreserven. Trinkwasser ist die nächste große Herausforderung, da kommt der digitale Zwilling auch ganz groß. Wir müssen unsere bestehenden Trinkwasserleitungen ertüchtigen, dass sie stressfrei funktionieren, ausfallsicher, ohne Leckage. Da sind wir schon sehr gut. Ein Problem, was wir aktuell noch haben, was wir verbessern müssen, das wird ersichtlich, wenn wir... Ups, das war jetzt ein bisschen zu weit. Wenn wir uns um die Intelligenz anschauen, unsere Wasserleitungen sind in keinster Weise in der Lage, dass wir aktuelle Verbrauchszahlen haben, beziehungsweise dass wir mit KI Schäden oder dementsprechende Probleme ausfindig machen. Und das größte Problem, was wir noch sehen, ist, der aktuelle Verbrauch an Trinkwasser in Deutschland pro Person liegt bei 120 Liter. Kein Mensch kann 120 Liter Wasser am Tag trinken. Wir brauchen eine intelligente Wasserversorgung, die entweder über Preis oder Menge regulieren kann, wenn unverhältnismäßig hohe Verbrauche passieren. Da habe ich so ein bisschen populistisch diese, was sage ich da, Swimmingpool, Autowäsche, Rasensprengen angesprochen. Wir müssen eine vernünftige Steuerung über Preis und Menge haben, dass Trinkwasser und lebensnotwendiges Wasser weiterhin in hoher Qualität, wie in der Strategie gefordert, zur Verfügung steht. Wenn aber Wasserverbräuche passieren, die so nicht erforderlich sind und schon gar nicht in Trinkwasserqualität, brauchen wir Systeme, die das dementsprechend abbilden können. Neben dem Grundwasser und dem Trinkwasser haben wir eine wichtige neue Größe. Habe ich bei der Intergeo-Recherche gesehen, kann man sich beim Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, ich glaube, man sieht es kaum hinter den Stühlen, die Starkregenkarte ansehen. Früher waren Hochwasser- oder Überschwemmungsereignisse immer damit verbunden, dass ein Gewässer über die Ufer getreten ist. Spätestens seit Griechenland wissen wir, dass alles, was wir berechnen an Regen und Starkregen und wie lange, in welcher Menge Regen passieren kann, nicht mehr reicht. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wenn wir Städte haben, die nicht intelligent gebaut sind, daher der Zusatz urbaner Kontext und das urbane Thema, dass wir dort Überschwemmungen haben werden, ohne dass da ein Fluss oder irgendein See in der Nähe ist. Hier muss der Grundsatz gelten, Regenwasser ist wertvoll und viel zu viel für unsere Kanalisation. Wir müssen Systeme denken, dass im städtischen Raum Wasser verbleibt, sei es in Seen, in Form von der Vegetation her oder in künstlichen Wasserhaltungen. Auch für Stadtklima ist es noch zulässig, dass wir sagen, wir gehen über die Verdunstung, bedingt auch über die Versickerung. Es hat im Abwasser Regenwasser nichts zu suchen. Und das muss man hier, Schlagwörter sind hier Schwammstadt, Versickerungsmöglichkeiten, ortsnahe Versickerung. Es ist hier alles aufgelistet. Und es geht sogar so weit, ich glaube, in einer skandinavischen
Land, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, gibt es Katastrophenschutzeinrichtungen. Also die haben für jeden Einwohner einen Schutzraum. Und die Schutzräume, die sie haben, sind riesen unterirdische Bereiche und die werden im Normalfall teilweise für Kulturzwecke genutzt und ein Großteil dieser Zwecke wird auch als Wasserspeicher genutzt, wenn sie nicht gebraucht werden. Wir müssen uns also neben unserer Auseinandersetzung mit dem Grundwasser, mit dem Trinkwasser und dem Regenwasser hier Gedanken machen. Und als viertes und letztes noch ein Abschluss, was noch eine Rolle spielen könnte. Da schlägt wieder mein Infrastrukturherz. Wenn wir es nicht schaffen, ein ausgewogenes System zu haben, das heißt örtlich oder auch zeitlich die Wassermengen auszugleichen, dann brauchen wir dementsprechende Hilfsmittel. Weil wenn jemand sagt, er hat mit Wasser ein Problem, gibt es zwei Kategorien. Entweder er hat über das ganze Jahr überhaupt viel zu wenig, das ist richtig schlecht. Aber in vielen Bereichen haben wir nur zur falschen Zeit bzw. am falschen Ort Wasser und könnten über Verteilungs- oder Speicherungsstrategien das Ganze lösen. Und da kommt so richtig die Königsklasse des digitalen Zwillings raus. Es gibt eine Diskussion, dass wir eine Fernleitung vom Bodensee bis in Norden von Bayern verlegen. Sie hören schon an meinem Zungenschlag, das ist so ein bisschen aus meiner Heimat. Und da stellt man das so als die absolute Lösung dar. Und jetzt sage ich, okay, nette Idee, lass uns das Ganze mal durchplanen. Was ist dort planerisch machbar, was ist von den Umsetzungen da? Und dann lass es uns maximal modellieren. Wenn ich das Ganze prozessmäßig, ingenieurmäßig und genehmigungsmäßig abgedeckt habe und dann frage, wie viel Wasser brauchen wir aus dem Bodensee, wie viel sollte dort ankommen und wie viel Gelder sind dort zu verwenden. Um hier eine langfristige Planung zu haben, Optimisten sagen, der früheste Zeitpunkt, wann ein Tropfen Wasser aus dem Bodensee im Norden von Bayern ankäme, wäre 15 Jahre und das wäre exorbitant schnell. Müssen wir uns das anschauen und dann die Möglichkeit haben, in diesem Zusammenhang auch Maßnahmen zu vergleichen. Was bringt es, welche alternativen Maßnahmen hätte ich? Das heißt, kleiner Werbeeinblendung nochmal, ich finde Expo Stage so super, also morgen spreche ich über mein Lieblingsthema Staudämme, also kommen Sie gerne vorbei. Es ist, glaube ich, die andere Expo Stage, nicht hier. Zusammenfassend, Grundwasser müssen wir schützen und dementsprechend monitoren, dass wir es sinnvoll verwenden können. Wasserkreislauf und nicht Wasserverbrauch. Trinkwasserleitungen müssen smart und flexibel sein, dass nur lebensnotwendiger Verbrauch kostenfrei ist und zugänglich. Da sind wir wieder bei den UN-Vorgaben und der Swimmingpool halt Geld kostet. Der dritte Bereich, neues Umdenken im Bereich Wasser. Und wenn wir dann das kostbare Gut Wasser haben, müssen wir über Transport- oder Speichermöglichkeiten hier tiefer einsteigen. Ups. Eine kleine Werbeeinblendung. Zeitgleich zu dieser Veranstaltung findet in Singapur eine Prämierung aller tollen Projekte statt, die von unseren Kunden umgesetzt werden. Kann man reinschauen, kann man sich die Gewinne anschauen. Einen haben wir sogar aus Deutschland dabei. Ich weiß nicht, das war das Zeichen, dass meine Zeit schon langsam zu Ende geht, vermute ich mal. Von daher, zurück zu meinem Glas. Die nationale Wasserstrategie ist eine super wichtige Geschichte, ist ein toller Anfang. Wir müssen alle, was Bewusstsein, Daten und Umgang angeht, Gas geben, dass wir hier besser werden, um diese Probleme zu lösen. Sie sehen hier die Liste der Forderungen im Detail. Ich würde mich auch freuen, wenn wir dieses Thema weiter fortsetzen können. Sie haben die Möglichkeit, uns gerne im Nachgang hier zu besuchen, am Messestand zu besuchen. Das ist natürlich mein Lieblingsthema. Das werde ich auch, wie heißt es, bei der Smart Country Convention in ein paar Wochen in Berlin weiterführen, auch in Gremien wie dem DDGI. Auf LinkedIn poste ich immer was. Es gibt auch einige Artikel aus der Fachpresse. Dimitri hat gerade angekündigt, wir werden auch vielleicht nachlegen. Also da wird noch jede Menge mehr kommen. In diesem Sinne, Wasserstrategie ist ein guter Ansatz, aber wir müssen dranbleiben, dass das auch sinnvoll und strukturiert weiter fortgeführt wird. Vielen Dank und eine schöne Messe noch.